Hallo, diese Woche musste ich in der Schule mich mit Brücken beschäftigen. Und da habe ich auch hier gleich mal ein paar Modelle gebaut. Man sieht, die hier sind solche Stangen aus Papier gerollt und in den Kasten reingeschoben worden. Kann ich kurz mal zeigen, ist ganz locker drinne. Und dann zeige ich Ihnen mal, was die Brücke aushält. Ein dickes Buch. Um die Brücke zu bauen, habe ich ungefähr 15 Minuten gebraucht. Diese Brücke ist so ähnlich gebaut, halt bloß diesmal so ein Blatt so wellig gefaltet. Aber sie hält auch ein dickes Buch aus. Für diese Brücke habe ich auch ungefähr 15 Minuten gedauert, also für die zwei Brücken zusammen habe ich eine halbe Stunde gebraucht. Und jetzt erkläre ich euch, warum ein Viereck da drinnen nicht halten würde. Weil das Viereck, wenn man da auf die Spitze drückt, verbiegt es sich. Das Dreieck hingegen ist stabil. Da kann man drücken, wie man will. Es geht nicht auseinander. Wir haben nicht nur zwei Papierbrücken, sondern auch das Modell einer Holzbogenbrücke. Und die baue ich jetzt mal auf, wie ihr gerade hier schon seht. So. So. Hoffe ich mal, dass das jetzt hebt. Weil der beste Bogenbauer bin ich auch nicht. So. Und die Brücke kann ein dickes Buch halten. Die Brücke ist so stabil wegen den unteren zwei Steinen. Denn nur die zwei unteren Steine sind fest. Der Rest ist locker. Und selbst ich kann auf die Brücke draufstehen und das zeige ich euch gleich. So, und jetzt beweise ich euch, dass ich auf die Brücke draufstehen kann. So, und zum Beweis, dass die Steine nur locker aufeinander liegen, drehte ich die Brücke jetzt um. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!